So, dann fangen wir mal an. Mach die Musik mal ein bisschen leiser. Ich hoffe mal, das passt so von der Lautstärke von der Musik. Kann sich noch verändern. So, und ich werde noch ein bisschen was umändern hier. So, damit erstmal herzlich willkommen an alle auf YouTube und Twitch. Ich mache beides. Und wir sind heute auf DE1. Und zwar in Tunnel oder Tunnel, wie auch immer man das nennen will. Und da war bis jetzt eigentlich ganz gut was los. So, wen haben wir denn da? Der Bernd, Winston, der Henning. Da haben wir noch den JSC und den Yoshi habe ich schon gesehen. So, was ist los? 424050 Gleis 2. Und Schatzitzna von da unten. 424, tust du bei mir halten? Nein. Er fährt durch mit einer Verspätung von 49 Minuten. Ja, läuft. Ja, gut. Machen wir hier mal wieder zu. Es ist jetzt literally das erste Mal, dass ich hier in dem Stellwerk drin bin. Aber warum auch nicht? Heizungsstelle. So, über das und das. Einmal bitte eine Vorstraße. Damit ich den Zug los bin. Ja, das mit der Dampflok ist so eine Sache, ne? Würde mich auch mal freuen, wenn die mal kommt. So, schauen wir uns mal kurz draußen um. Ja, da komme ich schon mal nicht sehr weit. Ja, ist gerade etwas von mir. Nichts Wichtiges. So, Grüße aus der Boba Gronicher von D1. Ja, ein bisschen weiter entfernt von dem, wo wir jetzt eigentlich gerade sind. Aber Grüße zurück. Was ist das da hinten? Aussichtspunkt hier? Ach, Simrail. Nie kann ich mir die Sachen angucken, die Spaß machen. Naja, mal schauen, was die Autos hier noch so anstellen. Hier komme ich wenigstens durch. Yay, und noch ein Zug wird gelöscht. Oh, TM-Signal auf dem Bahnsteig. Das ist auch mal was Neues. Okay, kurz mal zu der Übersicht. Wir haben jetzt nur einen Zug, der andere fährt nach Schatzitzner. Wir haben den Anschluss nach Micho. Da die Züge, wenn sie runterfahren, disconnect. Die Strecke gibt es nicht, beziehungsweise die neuen Züge kommen hier rein. Und ansonsten Kotzlo haben wir dann die Züge aus Psari und Co. Und Schatzitzner geht es dann auf der langsamen Strecke weiter. So, machen wir den Spielsound mit an, weil ich glaube, der war noch mit aus. Hört ihr soweit eigentlich alles normal? Also sowohl das Spiel jetzt auch, mich und die Musik ist Verhältnis okay. Dann Simrail, akustisch passiert gerade nicht so viel. Wird dann erst laut, wenn hier mal ein Zug reinkommt. Alles okay, sagt der Moderator. Ja, dann alles gut. Wir könnten mal hier auf die andere Seite gucken, was wir hier so finden. Abgesehen von den Autos hier. Ach komm, Simrail, wirklich? Ich kann nicht mal bis nach hier hinten gehen? Na, okay. Kein Kommentar zu den Armen. Gut, da kann. Das ist erstmal gar keiner drin. Hier genau das gleiche.
Naja. Details, ne? Beim Serverbrowser fehlt der Zusatz, dass man bei DHNS keine Events machen darf. Das habe ich auch schon gesehen. Es ist jetzt nur noch DE1. Mal gucken, aber es ist ja auch nirgendwo wirklich fix festgeschrieben, was man auf DE1 oder auf den anderen Server machen darf und was nicht, ne? Das ist wie so eine Grauzone. So, was ist mit dem Zug? 424. Komm mal her. 1852. Der braucht ja noch ein halbes Jahrhundert, bis er hier ist. Ich glaube, ich mache mir mal nebenbei die Karte auf. Naja, okay. Er ist am Herkommen. Das ist eine Dragon mit der Geschwindigkeit von 33 km/h momentan. Und der Lokführer ist der TomTom Go 36. Oh, der TomTom Go ist sogar im Chat. Moinsen. Sag mal, wo bist denn du? Ich erwarte dich. Stellbecker hatte ich vor einer halben Ewigkeit schon angekündigt. Ich versuch's ja. Ich meine, wir sitzen aus. Wie weit kann ich da runtergehen? Just for funsies. Nachdem ich gerade nicht so viel zu tun hatte. Ich meine, bevor ich den Stream gestartet habe, sind gut ein paar Züge hier durchgefahren. Jetzt ist gerade so eine kleine Flaute. Aha. Nicht durchgeht hier. Details. Ich glaube, da hinten müsste irgendwo die Kreuzung sein. Achtung, Mabura, Sie verlassen den Spaßbereich. Ja, da hinten müsste es sein. So, das ist die Auswahlgruppe für hier hinten. Auch nur spaßig, dass es nach dem Bahnübergang ist. So, da haben wir die Kreuzung. Das heißt, unser Kollege müsste eigentlich da so schön drüber fahren. Wir könnten ja kleinen Schrecken verursachen und uns hier hinstellen. Aber er sieht ja zu. Er weiß ja, was kommt. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Posten. Also gemäß Live-Map ist er gerade in der Kurve da hinten. Und müsste in den nächsten Sekunden auftauchen. Zug 24955. Ja, nach dem schaue ich gleich. Der hat ja sowieso erstmal eine kleine SBL. Und die. Und dann schicke ich den dahin, wo auch hin muss. Ja, der macht erstmal eine Kurvenfahrt. So, wenn gleich der Zug bei mir vorbeidonnen wird, sag's mal, wie das mit Sound soweit ist. Das Simray kann laut werden.
Aber wie sieht es denn soweit aus mit euren Erfahrungsberichten mit der ET22? Ich würde sagen, der Kauf hat sich gelohnt. Habt ihr Spaß mit der ET22 oder ist es eher ein teures DLC, nur für die Lok und die paar Wagen? Und die Szenarien, was mit dazukommen. Eure Meinung gern. Da ist er ja. Mein Sehen. Und hi Dominik. Ah, sieht schon geil aus. Okay, dann mal wieder ernsthaft. So, da 424 nach links. 424. Was für einer war das jetzt? 424450. 4450. So, da habe ich mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Tut mir leid. 249. Der hält hier und fährt nach unten. Dann passt's ja. Dann machen wir hier mal K.O. Und WBL für den nächsten. Fährst du schon in Trains? Okay. So, sonst noch was vergessen? Ach ja, wir haben natürlich wieder Überwachungskameras. Einerseits hier für MNO und P. Und A und B. Das heißt, unser Kollege, der müsste hier gleich mal auftauchen. Und da ist er auch schon. Da meist ist schon wieder eine ET22 mit nur zwei Wagen. Das ist so unvernünftig. Warum macht man sowas? So, hätten wir ihn da. 249. Einmal nach da unten. Hier war das hier. Und gut ist. Ah, und stellen wir gestern wieder mal nachfragen. Alles klar. Ich würde wahnsinnig gern mal diesen Bahnübergang hier öffnen. Moin, Lokführer. Steigen Sie mal wieder ein. So, geplante Abfahrt. 50. Sind wir schon zu spät? Warte mal, 55, ne? Ja, sind wir zu spät. Gute Fahrt, F. Hummels. Die einfach wegzieht, ne? Ich meine, die zwei Wagen sind einfach überhaupt keine Last. Gut, das wäre das. Bahnübergang einmal aufmachen. Ja gut, lässt du mich noch nicht. Ah, doch jetzt. Ach ja. Die KI und Bahnübergänge.
Ich glaube, habe vorhin noch zwei Videos aufgenommen für zwei andere neue Stellwerke. Und bei einem davon, ah komm, lass mich durch, machen die Autos einfach auch nur Blödsinn. Immer habe ich erstmal den installiert, brauchen wir mehr Arbeitsspeicher. Ja, 7 ist gar nicht mal so schlecht, aber ich kann es halt nur so in Dosen machen. Weil es ist keine große Abwechslung. Ich meine, jetzt klar, haben wir die Abwechslung mit AT22 und den neuen Stellwerken. Aber das war es dann halt auch schon wieder. Die Strecke ist die gleiche. Was ist weggefahren? Ein Zug. Bei der KI mache ich keine Meldung. So, schauen wir mal. Wer kommt denn als nächstes? Hier 13082, da ist gerade jemand rein, der fährt durch. Die fahren alle durch. Der nächste, der hier hält, ist planmäßig um 19.45. Ne, 28. Abfahrt 29, Verspätung 17 Minuten. Was hast du gemacht? Sobekpolut in Dandoka hat er die Verspätung reinkriegt und dann nie wieder aufgeholt. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Okay. So, Entschuldigung, 24, 35, 45, ich habe dich leider wie komplett übersehen da oben von meinem Einfahrsignal, wenn ich da keine Gleitmeldeeinrichtung habe. Ich habe jetzt aber die Durchfahrt gestellt. Ha! Ein Yoshi! Da schummelt er sich rein. Lass mal die Map große machen. 243545. Guck mal. TME von kurzem noch Chatzitzna. Momentan noch on time. Miss EDR. Das finde ich ja schon ein bisschen nervig, ne? Du hast in den neuen Stellwerken überall diese Gardinen drin. Ich meine, klar, die gehen weg, wenn man ans Fenster rangeht. Aber können wir die wieder wegmachen oder hier eine Option haben mit Gardinen weg oder so? Ich brauche die nicht. Ich würde gerne rausgucken. So, der 4-2 ist am Anholen. Lass mal dich mal zu. Und dann einmal so. Ist zwar noch weit weg, aber Hauptsache, er kann mal reinkommen. Und ein bisschen später können wir ja noch mal auf einen anderen Server wechseln. Oder wir fahren mal ein bisschen auf was wir halt Bock haben. Die E1 ist es eh ein bisschen schwierig, da was Geiles zu finden. Das war jetzt ein Glückstreffer, dass ich da Tunnel rein konnte. Aber so bis jetzt von meinen Favoritenstellwerken würde ich mal sagen, Okobo ist ganz nett. Okobo hat auch noch ganz gut Potenzial, wenn die untere Strecke noch mit aktiv wird. Dann glaube ich, hast du ganz gut Verkehr. Tunneln ist auch nicht schlecht und was auch noch interessant ist, ist Brutsko. Das wären momentan so meine Favoriten.
Wobei ich muss sagen, letzteres in Blutzko war ich nur ganz kurz drin. Aber ist auf der Schnellfahrstrecke, also entsprechend hast du Verkehr. So, 42184 Durchfahrt. Haben wir gemacht. Und da ist er, der Yoshi. 243545. Ist unten noch blockiert, aber sollte frei sein, sobald er da ist. Und da kommt auch schon die Meldung. Ich gebe noch mal keine Einfahrt, weil eventuell ist der andere schnell genug und ich kann den Bahnübergang kurz öffnen. Für einen Rettungswagen. Der sollte an sein Ziel kommen, wenn es geht. Oh, ich habe was vergessen. Merke ich gerade. So, jetzt haben wir alles gestartet. Ich glaube, ich werde die Musik mal einen ganz kleinen Tick lauter machen. Ja, wenn es zu laut ist, Bescheid geben. Ah, das könnte knapp werden mit dem Bahnübergang. Ich glaube, der Yoshi ist noch eher da, bevor der 42184 da ist. Zwei Kilometer. Ja, komm. Einfahrt. Da zieht's nah. Mach einen Block frei. Und da wurde es frei. Sehr gut. Sehr gut. Dann können beide durchfahren. Gehen wir kurz nach draußen. Das würde ich mir mal kurz geben. Ja, und so die Krankenwagen. Gut, Blaulicht ist hier auch nicht mit an, also. Wird schon nicht dringend sein. Ich würde mal sagen, wir stellen uns mal hier hin. Yoshi ist gerade in der letzten, na, vorletzten Kurve. Fährt dann durch den Tunnel durch und sollte dann auftauchen. Mich würde es auch mal reizen, dieses Singleplayer-Szenario von der ET22 zu spielen, wo du diesen Interregio von Katowice nach Warschau spielst. Ich meine, dauert fast 4 Stunden, aber ist auch mit Manöver und Co. Könnte ich mir noch vorstellen zu machen. Nach der Leben Singleplayer. Aber wenn so wie es mit der ET22 ist, wo mit dem 3000-Tonnen-Zug, was echt gut gemacht worden ist, hätte ich schon irgendwie Lust drauf. Habe ich von der ET22 das Tutorial gespielt? Nö, habe ich nicht. Ah,
Also im Sinne von Colt aufrüsten, das habe ich noch nicht gemacht. So, jetzt müsst ihr gleich mal aus dem... Ja, da ist er ja. Hey, Yoshi! Ja, ich glaube, ich bin kein Fan von dieser Namenseinblendung. Ich mache jetzt zumindest mal kleiner. Moinsen! Moinsen, what? Wo ist jetzt zugehen? Okay. Ach so, weil jemand rein ist. So, der ist weg, der ist weg. Dann können wir hier mal die K.O.-Meldung machen, den Bahnübergang wieder aufmachen. Und tschüss, Rettungswagen. Sorry, dass es ein bisschen gedauert hat. Ich schau mal ganz kurz in den Einstellungen bezüglich den Name Tags. Wo war das drin? Was ist unter Gameplay? Ah, Skalierung. Brauchen wir 0,4. Mal gucken, wie das dann aussieht. Und es wird schon wieder geklingelt. Der nächste möchte kommen. Ist es der 2-4? Nee. Der ist es nicht. Wow. Das ist der 413082 von Usicraft. 413. Oder? 13082. 13. Fast 50 Minuten Verspätung. Sag mal, was ist denn da los? Ja, krass. So, wir haben von da oben. Alles gut. 13082. 50 Minuten. Krass. Was ist weggefahren? Oh, Entschuldigung. Das habe ich vergessen. 42184. Sind falsch von der Zeit, aber und da kommt der Usicraft. Es ist halt schon ein bisschen gemein da unten. Man könnte meinen, der steht gerade jetzt schon bei Signal N, aber der ist noch relativ weit entfernt. Was mache ich denn mit dem? .13:35 ist unterwegs. Na, .13:35 möchte noch Micho. Das heißt, für Simray-Verhältnisse wird er dann enden. Fährt geradeaus. Ich weiß gerade mal so ein bisschen auf die Live-Map, wie ich die durchschicke.
Aura Express hat auf jeden Fall Priorität. Ja, der ist schon schnell unterwegs. Ich warte jetzt noch einen SBL-Block, dann lasse ich ihn rein, mache den Bahnübergang zu. So. Einmal so. Weil, kurz mal testen. Macht er den selber zu? Nö. Gut. Machen wir den zu. Perfekt, 13:35 hat Durchfahrt. Und dann kommt der andere. Ja. 18:59. 19:10. Zeiten stimmen immer so gar nicht. Ah, warum komme ich da nicht drüber? Ah, schon wieder die Ambulanz. Sag mal, was ist da hinten los? Ist der hart die Party mal abgehen? So, Express ist gerade im Tunnel da hinten. Und der 413082 wird es vermutlich noch gar nicht mehr merken, dass er keine Durchfahrt hat. Moin! Und tschüss. Perfekto. Ja, dann würde ich sagen, einmal da rein, bitte. Sehr gut. Ach Mann, und der andere BH, der ist um 19:47 erst da. Sag mal, was ist denn da los? Nee. Da, der auch. 27 Minuten Verspätung, 24 Minuten Verspätung, 18 Minuten Verspätung, 15. Was machen die? Nicht normal. Was meint denn so der Knife-Chat? Sollen wir weiter hier Stellwerken oder einen anderen Stellwerk weitermachen? Oder sollen wir mal ein bisschen fahren? Eventuell auf D1, wenn es dann irgendwie geht. Wie ist denn so eure Präferenz? Oh, kommt der nicht. Shit. 3136. Und da hinten. 3136. Durchfahrt um 19:21 Uhr.
Shit, ja, die Vorschau steht schon. Den Ethanolzug über dem. Ah, Mann. Wir machen das anders. Das werden wir hier mal auflösen. Der Express wird überholen. Oh, das ist ein bisschen unschön. Der Express wird so oder so unhappy sein. Genau, Jesse sollte weit genug weg sein, dass er das gesehen hat. Es wird eine knappe Sache. Ich glaube, der Express wird anhalten müssen. JSI, gib dein Bestes. Mit Vollgas hier rein. Ja, genau, bei der SZ, ja, läuft. So, jeden Moment müsste da sein. Letzte Kurve für Jesse. Blöder Zaun. Gut, bis jetzt kann sich noch keiner beschweren vom Express, weil da ist nur der Bot drin. Oder sonst noch irgendjemand, der klingeln kann? Nö, alles gut. Wer es zuerst schafft, bekommt Freibier. Der Cargo beschleunigt äußerst langsam. Haben Sie schon den Turbo eingeschalten? So, gemäß Karte müsste er gerade da unten bei der Kreuzung sein. Der Expresso im Nacken. Ja, gut. Bekommt der Expresso einfach mal plus 1 oder plus 2? Muss er verkraften. Kann er mit seinen 200 eh wieder rausfahren? Hoffe ich mal. Ja, vorletzte SPL. Ja, dann machen wir hier mal K.U. Da ist er ja. Mit der Dragon. Moinsen. Jetzt einfach nicht verbremsen. Ich hoffe, das passt mit der Gleislänge. Ja, das tut's. Okay, einmal da, über das. Über das. Was denn? 3.11, 3.6. Kommt schon der nächste.
311, 36, das ist einer, der durchfährt. Um 24 planmäßig. Sag mal. Okay, Fahrstraße haben wir. Tatsächlich immer noch ein Bot drin. So, einmal hier rein. Kann ich da rauf? Ich kann da rauf. Aber ich kann nicht weiter springen hier oben. Ja, okay. Dann nutzen wir mal den Güterzug hier als Plattform, um den Express anzugucken. Wie er einmal eine D-Tour macht mit 40. Oh, da kommt er ja. Komm, lauf mal entgegen. Mal sehen. Wir müssen leider warten hier. Die fahren rückwärts. Die sollten vielleicht nicht rückwärts fahren. Besser. So, wo ist der Express? Signal E ist 700 Meter. Oh, jetzt haben wir jemanden drin. Kurz gucken. Der könnte vielleicht Fragen haben. Moin sehen. Ich glaube, ich sag's nicht mal ganz kurz. 31, 36, sie machen eine kleine Detour in den Tunnel, da steht ein Güterzug vor ihnen, den tun sie gerade überholen. Da ist er. Der Rubber Duck. Zusammen. Wünsche noch eine gute Fahrt. Gute Fahrt noch. So, ja, der kann schon erst zu spät in den Zug rein, obwohl er schon so früh angezeigt hat. Da schauen wir mal. 3136. Da haben wir ihn. Ist abgefahren. Oh Gott, schon der nächste, der 31136. Muss er hier halten? Ne, der fährt auch durch. Ja, lieber Güterzug. Stehst doch einen Moment länger. Und der da unten ist auch am Klingeln. Aber sobald der 31136 durch ist. Ich kann warten, alles gut. Sehr gut. Aber sobald der 31136 weg ist, will ich den Güterzug loswerden. Geht gerne mein Gleis wieder. Und die Auto. Zug 3F6. 24187. Der fährt auch durch. Aber in eine Richtung. Ja, der Typ ist. Oh, da geht er einfach in geschlossenen Bahnübergang. Gefahr in Verzug. Ja, ich weiß. Nee, Moment, das ist ein anderer. 241. Wo ist 241? Ach, da kommt gerade zu mir. Ja, und kurzlos erstmal verwirrt.
nice. Ja, gut, der erste Spellbook ist frei. So, dann weiter voran, bitte. Sag mal, haben Sie eine Lizenz hier zu sein? Das ist Restricted Area hier drin. Nee. So, da kommt er. Einmal rein, bitte. Noch nicht so langweilig hier drin. So, fangen wir da unten schon mal an für die Durchfahrt. Dann kann der auch schon mal weg. Sehr gut. Passt, das kommt. 3-11-3-6, noch ein Bot. Er hat Langeweile. So, wenn er durch ist, Güterzug, Abfahrt. Die Challenge mit dem Express mitfahren, das habe ich ja bis heute noch nicht geschafft. So, Ladungssicherung ist irgendwie auch nicht vorhanden, ne? Also so gar nicht. Nee. Kennt man eigentlich? Nee, ausgegraut. Also nicht, dass ich dich entkuppeln wollte, aber ich wollte noch mal gucken, ob zumindest... Ah doch, die Option kommt. Wird also schon gehen, zumindest im Singleplayer. Ich will jetzt mal einen Multiplayer haben. Oh, da ist der Kollege. EP08? Ja, 08. Gut, machen wir die Meldung. Das ist 3-11-3-6. Das ist Boden viel freizügiger als Deutschland. Die Spanngurte reichen noch. Ah ja, so ein bisschen rutschen, das passt schon. So, 013-882, Entschuldigung, geht gleich weiter. Dann hat das nächste Stellwerk mit dir Spaß. Was ist eigentlich mit der anderen Seite? Das ist ein 424 ist auf dem Weg. 27 Minuten Verspätung. So, 1333 schon unterwegs. Ja, nächster Block. Ah, jetzt wird er gleich frei. So, bereit machen für Raketenstart. Oh, ja, yes.
So, Fahrstraße kommt. Sehr gut. Und der nächste von hinten. Dankeschön, noch eine angenehme Schicht. Jo, Rongi, wünsche ich dir auch. So, da haben wir den SC Rapids. Moment, habe ich für den Halt übersehen? 241. Nee, der hat kein Halt hier. Also, doppelprüfen? Der hat kein Halt hier. Kollege, was machen Sie da? /24/187, was ist der Grund des Anhaltens? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Vielen lieben Dank für die Cheers. Ein Gut. Da haben sie wieder die Spendierhosen an. Nee, nee, nee. So, weiter geht's für den Zug hier. Im Nacken sitzt der 13133. Der 13133, der wird nach Micho runter. Ohne Halt. Und der 412 ist auch am Kommen. Aber der ist noch verhältnismäßig weit entfernt. Kann ich eigentlich von der anderen Seite umleiten? Nee, es geht nicht. Wenn das untere Gleis dicht ist, dann ist dicht. Ja, machen wir mal dicht hier. Es kommt schon der nächste von hinten. Ja, ist doch gut was los. Was denn nu? Hä, oh Gott. Let train. Machen wir mal ganz kurz auf, nur für einen Moment. So, fahrt mal schnell durch. Inklusive Rettungswagen. Und da machen wir schon wieder zu. Ja, machst du es gerade durch? Yes, sehr gut. Okay, Stau wird jetzt. Auf Twitch wird echt nur noch mit Werbung geflutet. Ich stelle es nicht ein. 2136, für dich geht es gleich weiter. Es fährt jetzt aber noch. Wie lange der da bis Prova noch braucht, der Zug vor dir. Deswegen hatte ich dem jetzt gerade die Durchfahrt gezogen. Und leider war genau als ich die Durchfahrt habe, hat Prova gemeldet. Ach, jetzt. Also, Werbung steuere ich nicht auf Twitch.
Das macht Twitch selber. Aber ich glaube, da ist YouTube so oder so die bessere Plattform. Da sollte es weniger kommen. Ich glaube, YouTube macht es das auch, dass zwischendurch mal was kommt, aber ich glaube nicht so heftig, wie es Twitch macht. Aber ich glaube, Twitch, glaube ich, war irgendwie 3 Minuten pro Stunde Werbung. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Also 3 Minuten Werbung pro 1 Stunde Stream. Irgendwie so in dem Schlüssel. Wieder eine EP08. 1333. Moin, Bowley. 1333, gute Fahrt noch. Vielen Dank. So, 14283, gerade im Anschluss. Der war nach unten. Gerade noch besetzt. Schauen wir, dass wir den 412034 hochkriegen. Sobald das Gleis frei ist, machen wir hier nochmal auf. Nur für den Moment. So, ne, Moment, Notschließen will ich nicht. Also mal schließen. Dankeschön. Und dann lassen wir den über das einfahren. Der Kollege kommt auch hier rein. Die Strecke da unten in Tschatzitzna, die dauert halt ewig lang, ne? Bis das mal hier frei wird. Das ist einfach diese S-Strecke mit der letzten Kurve zu mir hin. Dauert ewig. Also nochmal so gefühlstechnisch. Soll ich die Musik noch mal ein bisschen leiser machen? Oh, 144. Etwas leiser, gut. Ja, ist leiser. 144, 283. Bei mir eine kleine Pause, der Streckenblock vorher ist noch blockiert. Hat was gesagt, aber ich habe nichts gehört von ihm. So, 412 sollte auch jeden Moment da sein. Mal kontrollieren, habe ich die automatischen EDR-Sachen an? Ja, EDR-Zeiten automatisch auffüllen, ausfüllen habe ich drin. Ich
Da ist er ja. Ist das eine ET22? Das ist eine ET22. Ja, da gehe ich doch gerade mal raus. Schon wieder Rettungswagen. Sag mal, was ist da hinten für eine Party mal abgehen? Stellen wir Rettungswagen da hinten hin. Wo kann man sich anmelden? Will mitmachen? So, Moinsen, Kollege. Da kommt der andere. Modern trifft alt. Oh, warum muss genau jetzt lecken? Ah, sehr schön. Ja, leider immer noch dicht. So, K.O. 412. Tu mal kurz mal melden. 412034 und tschüss. Er fragt schon wieder an. Ja, sorry, Krankenwagen. Ich meine, strategisch ist es natürlich schlau, wenn man ihn da hinten stehen lässt. Und erst dann einfahren lässt, wenn er dann hier die Ausfahrt, wenn man den Bahnübergang frei hat. Oh, der andere Zug. Hier 2954. Oh, 23 Minuten Verspätung. Okay. Na gut, während er nicht weiterfahren kann. Mal kurz den Zug inspizieren. Aber die Musik ist irgendwie auch nicht so geil. Eins weiterschalten. Kann ich da rauf? Naja, zumindest so halb. 1333 wurde gelöscht. Waren wir zu schnell? So, wie sieht's aus? Brauchen eigentlich nur noch die K.O.-Meldung. Komm, sitz nah, du bekommst es hin. Da ist sie da. Unser Zug kann abfahren. Komm, annehmen. Yes. Fahrstraße kommt. Mir. Alles klar. Eins, vier, zwei, acht, drei. Abfahrt.
Ich wünsche eine gute Fahrt. Kommen Sie gut an. Wo bist du hin? Micho. Ja, Gott sei Dank. 22 Minuten Verfrühung. Wie funktioniert das ETCS? Ich habe es praktisch auch noch nicht ausprobiert. Aber Level 1 soll gar nicht mehr so schwer sein. Hat nur den Nachteil, dass wenn sich Geschwindigkeiten ändern, kriegt ETCS es nur erst bei der Balise mit. Ich meine, wir könnten später mal mit einem Express fahren und mal gucken, wie ETCS so ist. Nur so als Idee. Aber habe ich jetzt noch keine praktische Erfahrung in Simray. Aber es sollte nicht so schwer sein. Was ist weggefahren? Ein Zug, mein Kollege. Ein Zug. Mit Verspätung. Ja, wenn alles gut läuft, dann solltest du auch gar kein SZ kriegen, ne? Ah, wir sind hier bei Simray. So, Bahnübergang aufmachen. Krankenwagen muss zur Partystation. Und tschüss. Viel Spaß. Witzigerweise kommt der Krankenwagen nur von einer Seite. Was machen die da unten alle? 424. Wann geht's weiter? Okay, kein Zug bei mir. Alles gut. Ja gut, der Bot macht es ab und zu noch. Oder Gorabot, der gern mal Gegengleis fahren möchte auf Zavirchi. Immer wieder geil. Wer soll zuerst von 4-2 oder 1-3? 1-3 soll zuerst durch. Oh, ne, Moment, der hat eine Verfrühung. 1929 andererseits. Der ROJ hat mehr Prio vor TDE mit seiner Verspätung. Ja, dann. Fährt der erstmal hier ein und der Güterzug wird warten müssen. Aber ich lasse ihn schon mal einfahren, weil eh blockiert. Naja, passt schon. Und dann haben wir noch einen mit einem PH, das ist der 24957. Der ist einigermaßen pünktlich mit 3 Minuten. Dann haben wir wieder 24 Minuten, 5 Minuten, 17 Minuten Verfrühung. Da rede ich von dem Zug und dann kommt er auch gerade. Oder wird zumindest angekündigt. Ja gut, warten wir mal auf die beiden. Können wir eh auch wieder draußen warten. Ach, schon wieder der Yoshi. In dem Zug von da hinten. Ja, Leute, geht's in ein paar Minuten wieder weiter. Motor abstellen, Kaffee nehmen. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Geschäftsidee, ne? Beim Bahnübergang, wo man weiß, dass es länger mal zu ist, Kaffeemaschine hinstellen. Ich glaube, das wird ankommen.
um die Leute noch ein bisschen mehr zu motivieren, dass sie den Kaffee nehmen bei der Kaffeemaschine, jetzt wie so einen Timer hinmachen mit Bahnübergang ist noch voraussichtlich, keine Ahnung, 3 bis 5 Minuten gesperrt oder so. Also, keine Ahnung, wenn da 5 Minuten dasteht und ich bin da im Auto, ich würde auch stecken und mir einen Kaffee nehmen. Wenn er nicht überteuert ist. Erstmal Startup gründen für sowas. Hoffentlich hat keiner von Selecta mitgehört. Was machen die das? So, ich lasse euch mal für eine Minute alleine. Macht's bitte keinen Blödsinn. Ich hol mir nur schnell was zu trinken. Mensch, da bin ich einmal weg und dann kommen die Züge. So, Kiebel und Güterzug. Wo hat der hin müssen? Da 132. Und das war nach Micho geradeaus. Sorry. So, und du fährst da weiter. Einmal K.O.-Meldung. Und der 24957 ist auch schon wieder am drücken und will rein. Knappe Geschichte. 132. Wisst ihr was zum... Was soll das denn jetzt? Ich habe nicht den Dark Mob bestellt. Geht doch. Okay, 42954. 42954. 42954. Einmal bestätigen. Schon wieder? Sag mal! So, der kann doch nicht ein... Oh, so klingelt schon wieder. Nee. Dauerhaft Züge hier. Okay, so langweilig wird's hier nicht. So, jetzt erstmal an Stieferstraße, ne? Schade, geht's nicht mehr. Nee, nee, nee. So, renn hier. Ach nee, warte mal, das mit dem 42954, das war falsch. Nee, gar nicht mal. Was soll der... Warte, diese beschissene Sache... Was soll denn das jetzt mit diesem Dark Mode hier? Mensch. So. Schöner Kiebel ist am Abfahren. Ich wünsche eine gute Fahrt. Und der 24957, der fährt schon Sitz nach runter. Ja, ich glaube, aus dem wird erstmal nichts. Ist ja blockiert. Wo ist er denn? Genau an der Tafel halten hier. Lass mal gelten. Nein.
Oh, schade, ich kann nicht einsteigen. Schön wär's gewesen. Moin sehen. Nein! Boah! So gemein! Ist aber geil, wie du selber da gegen die Tür läufst, zumindest von einer Animation her. So, wie schaut's aus mit der Ausfahrt? Immer noch nicht. Ja, wobei, es müsste eigentlich jeden Moment frei werden. Er muss nur noch auf K.O. drücken. Komm schon, der Zitzner. Ja, haben Sie Geduld? Ist nicht meine Schuld. Kann ich nichts dafür, dass da hinten alles so langsam funktioniert. Ah, jetzt. So, Vivel läuft. Ja, Fahrstraße kommt. Ja, noch eine gute Fahrt, ne? Schön. Perfekt. Hätte man das auch. Man hat es jetzt zwar schon 20 Mal gesagt, aber gute Schicht noch. Wer mal langt. War schon wieder Dark. Kann ich in Dark Mode noch rausgehen? Einfach nur mal zum Testen. Aber ich krieg die Tür nicht mal auf. Okay, das ist ein bisschen buggy. Ah, wobei. Ich kann in Dark Mode rausgehen. Man sieht halt de facto nix. Aber es geht. Ja, gut. Dark Mode, bitte weg. Dankeschön. Dann können wir hier den Bahnübergang wieder aufmachen. Ne, halt, falsch. Öffnen. Und als nächstes kommt der 42186. Hält nicht, fährt durch, hat eine Verspätung von 25 Minuten jetzt. Vorher waren es 27. Aber gut. Alles schon wieder. Was ist denn hier los? Das könnte auf Dauer ein bisschen nervig werden mit diesem Dark Mode. Wobei, Stichwort Dark Mode, wir könnten hier mal. Ist das jetzt gedimmt oder nicht? Ich glaube, so ist gedimmt. Nein. Könnten auch. Also für das, dass die Lichter ganz aus sind, ist es hier schon noch ein bisschen hell. Gut, 42186, der wird noch so 2-3 Minuten unterwegs sein, da ist an Yoshi noch nicht mal vorbei. Oh, schon. Es ist zum ersten Mal in der Station, dass das passiert. Könnte schon sein, dass es irgendwie ein Bug mit Tunneln an sich ist. So, liebe Leute, das war's dann auch schon mit dem Stellwerken in Tunneln. Ich bin im Stream dann in den Express eingestiegen und habe dann eine ETCS-Fahrt gemacht. Dazu gibt's ein eigenes Video. Ich wünsche viel Spaß, macht es gut. Bis bald.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.